Bierplätsche, wie wir früher gesagt haben. Und das gelingt sogar beinahe. Im Abseits gestanden gerade Einserbrücker und Behrens kann die Situation aber nutzen, denn der Ball kam da gar nicht an. Und es wird wieder geöffnet, das Spiel. Auf die linke Position, das ist Mendler wieder mit dem Flankenball an den Elfmeterpunkt. Stuttgart mit dem Befreiungsschlag und aus der zweiten Reihe. Schuss, ein Meter übers Tor. Warum denn nicht, Manuel Zeitz? Jetzt kriegen sie einen Einwurf mal, die Hausherren von der rechten Seite, Mittellinie. Nehmen ein bisschen Zeit, erstmal raus, glaube ich, erstmal durchatmen. Also das ist schon ein toller Beginn. Schnelligkeit und Saarbrücken versucht es weiter, aber jetzt ist erstmal Stuttgart dran von der rechten Seite. Haben sie ein bisschen jetzt mal in die Hälfte von uns reingefunden? Ja, da gehen sie durch, kein Abseits, aufpassen im Strafraum, spielen sich den Ball dazu. Das ist eine Riesenchance, Batz steht noch da, der Ball immer noch gefährlich, aber den Ball erstmal rausbekommt dennoch im Nachsetzen die Stuttgarter an der Strafraumgrenze. Schuss, abgefälscht und Batz sicher. Ja, so schnell kann es auf einmal gehen. Wieder Tomaten auf den Augen, Gefahr gebannt. Die Stuttgarter haben den Ball erstmal in die FCS-Hälfte geschlagen und jetzt gibt es den neuen Spielaufbau. Ja, genau, das war doch eine ganz gute Situation vom FCS, da schön Wenninger den Ball antizipiert und dann die Ecke relativ gefährlich reingeschlagen. Also jetzt, Jennecke, ein bisschen Platz da schon vor dem Strafraum, laufen sich ein bisschen fest, aber Schussversuch, der ist nicht schlecht. Eieiei, der war ganz schön knapp. Ich glaube, gute Torchancen rausgearbeitet und agiert jetzt, muss man sagen, auf Augenhöhe. Das liegt allerdings auch daran, dass der erste FC Saarbrücken einige Unkonzentriertheiten einfach drin hat. Beim Ball abspielen, dann der Fehlpass und so. Aber nicht weiter schlimm. Jennecke nicht im Abseits, in der Zentrale wird geschickt. Von hinten bedrängt, den kann er aber machen, oder? Mach ihn, Junge, mach Mensch, ihn. Aber jetzt, mach es. Nein, muss doch drin jetzt sein. Jetzt ist er drin. Im dritten Nachfassen macht es Mendler. Und Schlüssel zum Erfolg war hier der geniale Pass zu Jennecke, der durchgeht bis zum Strafraum, dann dribbelt und dann geht es hin und her. Und im zweiten Nachfassen macht es Mendler, weil die Stuttgarter den Ball nicht wegkriegen aus der Gefahrenzone. Und irgendwann kullert der Ball über die Linie. 1:0 für den ersten FC Saarbrücken. Das ist hervorragend. Das ist geil. Mein lieber Mann, da musst du deine Nerven behalten. Die Stuttgarter kriegen die Kugel nicht weg, wie es der Ricky sagt. Hin und her zirkuliert. Bisschen wie im Training oder im Aufwärmprogramm. Und die Stuttgarter laufen einfach nur hinterher. Können wir gerne, wie viel haben wir da noch? 75 Minuten so weiterspielen. Wir führen hier 1:0. Also dann ist das wirklich schon eine tolle Sache. Also immer noch Ballbesitz Saarbrücken. Jetzt ziehen sie ein bisschen an über Müller. Nehmen den Perdedein mit dem Müller. Ein bisschen Betrieb. Behrens in der Zentrale. Der könnte abziehen. Jawohl. Macht er! Geiler Schuss. Aber auch super gehalten. Christian Ortak zieht. So schmeckt. Stuttgart hat den Ball jetzt in der Zentrale des Spielfelds erstmal nach vorne durchgesteckt und das ist gefährlich. Das war diesmal kein Abseits. Und das war jetzt der Abschluss von Badiane. Ab der Seite, nee, das ist Oschkenat, der macht das prima, holt hier den Einwurf raus. Ganz clever hat er das gemacht und überlässt die Kugel Mario Müller. Der wirft kurz ein auf Zeitz, hat sich angeboten. Klasse Ding hier von Perdelei. Und ja, es ist ein toller Pass von Manuel Zeitz in Richtung, das müsste Mendler sein. Der ist schon im Strafraum und zieht ab. Geiles Ding aus spitzem Winkel, hat er gesehen. Meine Mannen sind nicht mitgelaufen. Nicht genau in den Lauf von Mendler, der braucht nur zu drehen und zu schießen. Da ist dann halt ein Fuß vom Stuttgarter dazwischen. Aber das sieht nach Fußball aus, Leute. Und Mendler mit Kopfball jetzt hier am Elfmeterpunkt. Das war wohl Zellner, wenn ich es richtig gesehen habe. Leider abgeblockt von Stuttgarter und der Ball ist noch heiß. Schön! Das ist die nächste Riesenchance für den FCS. War das Zeitz? Fantastisch, wie sie das machen. Und den nächsten Eckball rausholen. Eckball dabei, Daniel Hammel im Dress der Stuttgarter. Und die legen gleich los, wieder mit dem Schlag auf die linke Seite. Aber da ist er nicht mehr, der Badiane. Und deswegen geht der Ball durch bis zur Eckfahne. Geuse, keine Gefahr. Und der macht den Ball dann wieder schnell auf Müller. Schneller Abschlag da. Der hat viel Platz auf der linken Seite. Und er packt den Turbo aus. Da ist Platz über Fenninger. Dreht sich einmal, nimmt Perdedei mit. Der muss zwei, drei Leute da erstmal verhaften, verarbeiten. Der Ball bleibt in Saarbrücker Füßen, das ist gut. Rechte Seite, Wenninger, der war in der ersten Halbzeit gut. Schön gespielt auf Behrens. Das sieht schnell am im Strafraum auf. Der zieht ab! Das war nicht ungefährlich. Jetzt den FC Saarbrücken hier auf die Waage legen. Und wir führen ja auch 1:0. Nur, es kann natürlich im Fußball immer was passieren. Zum Beispiel jetzt mit dem Pass von Stuttgart. Da muss der Batz aufpassen, jawohl, dass er den nicht außerhalb des Strafraums in die Hand nimmt. Und das hat er genau signalisiert und genau abgepasst und aufgepasst. Und der Schiedsrichter hat sich auch durch die Pfiffe des Stuttgarter Anhangs hier nicht irritieren lassen. Es gibt nicht
den Freistoß für Stuttgart. War ja alles regelkonform. Und Saarbrücken ist mit einem Schlag von Batz auf einmal wieder in der Hälfte der Stuttgarter. Behrens legt raus zu Jennecke. Der bringt den Pass und das musst du machen. Den muss er machen, der Fenninger. Der kommt zu ihm durch, butterweich, flach. Er braucht nur den Fuß hinzuhalten und dann hat er das Pech. Und Saarbrücken nochmal. Und aus der zweiten Reihe, Zeitz hämmert das Ding auf die Anzeigetafel. Mit eingebunden. Alles an der Mittellinie findet da statt. Behrens nochmal. Perledei geht jetzt nach vorne in der Hälfte. Schön freigespielt an dem Strafraum. Sind sie dann auf einmal sich schön durchkombiniert. Jetzt nehmen sie ein bisschen das Tempo. Klar, Perledei geht ins Dribbling. 1 gegen 1. Jetzt flankt er. Ball kommt nicht richtig gut, aber Zeit steht hinten nochmal parat. Und dann ist Wenninger völlig frei. Der könnte abziehen. Warum zieht er nicht mal ab? Und jetzt macht es Mäntler. Der zieht ab und er ist drin. Der ist drin. 1 zu 0. Geil. Für den ersten FC Saarbrücken. Da kombinieren sie hier, wie sie wollen. Und dann ziehen sie ab. Und dann ist der Ball trocken unten drin. 2 zu 0. Das war doch schon ziemlich eiskalt hier runtergespielt. Wieder unter Beteiligung von Perledei. Da haben wir schon gesagt, Sascha Wenninger, warum machst du denn nicht, dass du einfach drauf schießt? Und dann ist der Also, konzentriert weiterspielen, vielleicht mal einen Konter rausholen. Alle Spieler jetzt am Strafraum oder im Strafraum des ersten FC Saarbrücken, mit Ausnahme des Torwarts der Stuttgarter. Und der war nix. Kommt nochmal raus zu dem flankengebenden Mann zu. Wie heißt er? Abruski, der zieht in die Mitte, schießt jetzt und er ist nicht ungefährlich und er ist drin. Ja. Abgefälscht, ja klar. Von, ich glaube, Zellner war der Unglücksrabe in dem Moment. Ja, der geht Richtung Winkel und Zellner schmeißt sich dazwischen und per Kopf lenkt er den Ball so unglücklich ab, dass er wirklich genau im Winkel landet. Ganz genau, 78. Spielminute, kennen wir ja aus vielen letzten Spielen. Dass wir jetzt hoffentlich nicht zittern müssen, sondern einfach hier kühlen Kopf bewahren. Geht ruhig mal nach vorne, ich mache hier den weiten Schlag. Ich finde das immer blöd, dass die Extrazeit nicht angezeigt hat. Würde mich mal interessieren, aber jetzt ist Schluss. Saarbrücken und Lottner freut sich natürlich riesig. Wir haben hier einen neuen Rekord, glaube ich, gebrochen. 21 Mal ungeschlagen. Das gab es in der Geschichte vom ersten FC Saarbrücken noch nicht. Heute hier die Mannschaft hat es geschafft.